Ja, bei Aufgabe 2 sollte nur ein bisschen gerechnet werden. Und zwar hatten wir die Funktion f von x gleich Sinus x. Und die Idee war, den Differentialquotienten, also der Limes h gegen 0 f von x plus h minus f von x durch h, den zu approximieren durch den Differenzenquotienten. Das heißt also f von x plus h minus f von x durch h für einen festen Wert von h. Ja, das heißt also, die Idee ist, wir versuchen den Limes einfach dadurch zu approximieren, dass wir einen kleinen Wert von h hier einsetzen. Okay, ich habe das hier gemacht. Das Programm finden Sie unter anderem im Online-Programmiersystem. Und hier ist so das Ergebnis. Also hier sind die Werte von h, die ich eingesetzt habe, also von 10 hoch 0 bis 10 hoch minus 21. Und hier sind die Fehler, die ich erhalten habe, die relativen Fehler. Und das ist was in der Größenordnung von 10 hoch minus 1 bis 10 hoch minus 8. Das heißt, also besonders günstig wäre es hier oben, da hätten wir unten hätten wir einen Fehler von 10 hoch minus 8. Hier vorne wäre es relativ ungünstig, da hätten wir einen Fehler von 1. Okay, wie ist der Verlauf des Fehlers? Zunächst mal, wenn ich einen großen Wert einsetze, naja, das hätten wir erwartet, dann ist der Fehler auch relativ groß. Und ja, ich erwarte natürlich, wenn ich ein kleines h einsetze, dann liegt der Differenzenquotient sehr nah am Differentialquotienten. Das heißt also, das liegt schon relativ nah an der Ableitung, je kleiner ich tatsächlich das h mache. Ja, das Ganze wird kleiner, 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 kleiner. Und wir sehen, an einem Punkt hier ungefähr bei 10 hoch minus 8, da wird es plötzlich wieder schlechter. Das heißt also, wenn wir Werte einsetzen, die kleiner sind als 10 hoch minus 8, dann wird der Wert wieder deutlich schlechter. Okay, warum könnte das so sein? Wir werden es nachher genau untersuchen, aber schauen wir uns nochmal eben ganz kurz den Differenzenquotienten an. Klar, wenn ich hier ein zu großes h einsetze, dann bin ich weit weg vom Grenzwert. Und dass das Ergebnis dann schlecht ist, das ist irgendwie offensichtlich. Angenommen, ich setze jetzt ein extrem kleines h ein, dann ist dieses Ergebnis von x plus h hier vorne, das ist auf dem Rechner gar nicht mehr darstellbar. Ja? Das wird genauso aussehen wie x. Stellen Sie sich vor, das ist 1 plus 10 hoch minus 40. Wir haben gesehen, in der Maschinendarstellung, das kann der Rechner gar nicht mehr auswerten. Das heißt also, 1 plus 10 hoch minus 40, das wäre für ihn einfach wieder 1. Okay, das heißt also, hier oben steht nichts anderes als f von 1 minus f von 1 geteilt durch h, wenn das h viel zu klein ist. Das heißt, da kommt immer 0 raus. Dass der Fehler dann 100% ist, ist völlig klar. Das heißt, da muss man tatsächlich was tun. Ja? Man muss sich überlegen, was wäre denn ein optimaler Wert für h? Wenn er zu klein ist, kriegen wir offensichtlich einen Maschinenfehler. Wenn er zu groß ist, bekommen wir einen Fehler, weil wir den Grenzwert noch nicht gut erreicht haben. Genau das wollen wir in der nächsten Aufgabe eben kurz untersuchen.